Mohamed Alavi, inwieweit gab es heute Parallelen zum letzten Spiel gegen die Stuttgarter Kickers? Was soll ich sagen? Also, ich fange mal so an. Wir hätten heute das Spiel gewonnen, wenn wir die Fehler nicht machen. Wir sind einfach zu grün hinter den Ohren. Das erste Tor und das zweite Tor, von denen müssen wir die Bälle einfach rausschlagen. Wenn wir die rausschlagen, denke ich, auch über weite Strecken waren wir die bessere Mannschaft. Ganz klar. Aber wir können jetzt noch so oft sagen, wir waren gut und wir haben eine bessere Mannschaft. Wir müssen halt punkten, egal was passiert. Ärmel hochkrempeln, weiter geht's. Hm. Was soll ich sagen? Ihr kommt nach dem frühen Nackenschlag ja wirklich gut zurück ins Spiel. Ja. Erarbeitet euch auf einem sehr schwierigen Geläuf, auch fußballerisch, ja, ein Übergewicht. Macht dann verdient das 1:1. Und dann, wie gegen die Kickers darauf heute hinaus, direkt der frühe Nackenschlag dann wieder. Wie gesagt, wir sind zu grün hinter den Ohren in manchen Situationen. Und in der Situation, wir sind nicht Barcelona, dass wir da den Ball hinten rausschlagen müssen, gerade auf dem Boden. Da müssen wir den Ball einfach rausbolzen und gut ist. Die neue Taktik heute, Fünferkette, bei eigenem Ballbesitz Dreierkette, zwei Mann davor, ihr vorne in der Dreierreihe. Würdest du sagen, das habt ihr gut umgesetzt? Ich denke schon, wir haben das sehr gut gemacht. Wie gesagt, ich fand auch, wir waren die bessere Mannschaft, ganz klar. Und, darauf müssen wir aufbauen und wie gesagt, so langsam müssen wir punkten. Nächste Woche gegen Elversberg wird nicht unbedingt einfacher. Wird nicht einfacher, aber auch da können wir die bessere Mannschaft sein. Nur diesmal müssen wir, von mir aus können wir auch die schlechtere Mannschaft sein und wir gewinnen 1:0. Ist mir egal, also wir müssen punkten.